has to be my voice. That's something that we've, you know, addressed over the offseason, just in many meetings, and power play can win you hockey. Tonight was not, we created some separation in the score, and we didn't get the job done. I think, again, we, like we talked about last year, we want to make that extra little player, that few play through the seam from the half board, and the top of the box is wide open. We'd like to become more of a shooting power play with Dowdy, with Jack Johnson, with Kopitar. Those three guys in particular up top in the umbrella, which we can really get pucks to the net with traffic. Mal einen Gang hochgeschaltet, hat man schon gesehen, was eigentlich sein kann. Aber ich glaube, die haben einen guten Kampf gezeigt, wir haben unser Bestes gegeben. Und wie gesagt, wir haben mal ein knappes Spiel gewonnen gegen solche Jungs. Ich glaube, wie du sagst, kann man ganz zufrieden sein. Alle Eishockeyspieler weltweit träumen von der NHL. Beschreiben Sie doch mal die Faszination dieser Eishockey. Sie haben ja diesen Traum schon mal gelebt. Es ist ganz anders. Also man drüben wird einfach Eishockey gelebt. Man steht auf, redet von Eishockey, geht ins Bett, redet von Eishockey, wenn man ins Stadion kommt. Das Feeling, das ist einfach unbeschreiblich, wenn man in die Stadt geht. Man sieht nichts anderes. Es ist fast immer so doppelt so wie im Fußball hier in Deutschland. Und das ist schon übermäßig. Wie gesagt, es ist einfach ein Traum. Es ist nicht leichter drüben, wenn man mal die Chance hat, muss man sie nutzen. Aber wie gesagt, ich war glücklich, ich habe die Chance gehabt, da drüben ein paar Jahre zu spielen. Ich habe die Zeit wahrlich genossen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass viele von so jungen Spielern die Chance gehabt haben, mal gegen solche Mannschaften damit zu sein. Was würden so jungen Leuten mit auf den Weg geben, als Kind, wenn die da drüben hinfahren? Es wird nicht leicht, aber man darf nie an sich, also auch von sich glauben. Jeder weiß, wenn man da rüberkommt, dass man gut Eishockey spielt. Also man muss ein Talent haben, was die eben schon gesehen über Jahre hinweg. Und wie gesagt, ich hatte eine schwere Zeit, aber ich habe nie aufgegeben, mich nicht zu glauben. Am Ende hat sich ausbezahlt. Es ist, wie gesagt, kann sehr hart sein. Es dauert auch manchmal 3 Jahre, wenn es 3 Jahre gedauert, aber wie gesagt, es geht weiter, man wird besser, man wird mehr erfahren und dann hier sind die Chance, wenn man die Chance kriegt, dann muss man es machen. Die wollen nur Fans fragen. Die wollen nicht nervig. Wir haben Spaß gehalten heute. Wir haben nicht um die Edge, dass wir hier in Deutschland auch schon sehr überrascht. Ich denke, es ist heute der Respekt an den Unternehmen zu haben. Ich glaube, dass sie heute das Fernsehen fangen haben. Das zeigt schon. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen, aber die Fans wissen genau, was zu tun. Alle Eishockeyspieler weltweit träumen von der NHL. Das kann ich nicht. Ich habe die Kohle nicht mehr Ich kann ja nicht.